Also letztendlich ist alles oder sollte zum Schluss alles eins und vollkommen sein, aber Seele, Geist und Körper sind natürlich drei unterschiedliche Wesen. Also man kann mit der Seele einzeln kommunizieren, man kann mit dem Geist einzeln kommunizieren und auch Körper hat auch eigene Intelligenz. Und wir können den Körper ansprechen und mit dieser Intelligenz uns wunderbar unterhalten. Wir können uns auch wirklich vorstellen, dass das Wesen, diese Intelligenz des Körpers wirklich vor uns steht als Wesen und wir können in Kontakt gehen, genauso wie mit der Seele und mit dem Geist.